Hey Leute, Kohaku hier. In diesem Video geht es um Avatar, Herr der Elemente. 20 Fakten über Katara, die ihr nicht wusstet oder eher falsch verstanden habt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es war vorgesehen, dass Katara eigentlich mit Zuko zusammen sein sollte und mit ihm zusammen bleiben sollte. Jedoch wurde die Romanze von Aang und Katara mehr begrüßt von den Fans, weswegen sie sich umentschieden haben. Katara war die erste Person, die Zukos Narbe berühren durfte. Dies wurde von den Avatar-Schöpfern gemacht, weil Zuko und Katara damit eine starke Bindung haben sollten. Jedoch kam Katara am Ende wie erwähnt ja mit Aang zusammen und Zuko blieb bei Mai. Versteht mich bitte jetzt nicht falsch, sie ist offensichtlich einer der besten Wasserbändiger aktuell. Jedoch hat Aang es einfach geschafft, eine Technik zu meistern, die Katara nicht sehr schnell meistern konnte, weswegen Katara eifersüchtig wurde. Deswegen würde ich schon eher sagen, dass Katara nicht geschickt im Wasserbändigen ist. Sie ist natürlich nicht ungeeignet im Kampf, wie Sakura bei Naruto, aber es ist Fakt, dass ihre Fähigkeiten im Heilen besser sind als im Kampf. Das kann Aang laut sagen, da er oft profitierte, dass Katara ihn geheilt hat. Short Fact: Katara war die erste Person, die in Avatar, der Herr der Elemente, zuerst geredet hat. Fans der Avatar-Serie würden sich definitiv an die Tatsache erinnern, dass Kataras Stimme eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Ereignisse der Serie spielt. Es ist ihre Stimme, die Erstbesucher der Show leitet, um sich mit dem Hintergrund der Serie vertraut zu machen. Wenn man von der Bildschirmzeit mehrerer Protagonisten der Serie spricht, muss man sagen, dass Katara diesbezüglich definitiv den Kuchen nimmt. Sie ist eine der wenigen Personen, die in fast jeder Folge erscheint oder erwähnt wird. Es gibt tatsächlich nur eine einzige Folge, Leute, wo sie nicht erwähnt oder gesehen wurde. Und das ist die Folge Zuko alleine. Hier ist eine weitere Auszeichnung zusätzlich zu den anderen, die Katara bereits gesammelt hat. Sie ist auch die erste Person, die in der Serie gebändigt hat, wenn man das Intro nicht dazu zählt, beziehungsweise die Intro-Sequenz. In einer Serie, die stark vom spirituellen Thema abhängig ist, ist es offensichtlich, dass das Konzept des Yoga in der Welt von Avatar vorhanden sein würde. Und wenn man sich mit den Themen Spiritualität beschäftigt, muss gesagt werden, dass sowohl Luft- als auch Wasserbändiger stark mit ihrer spirituellen Seite verbunden sind. Im Gegensatz zu den anderen Arten vom Bändigen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Katara auch einiges an Wissen hatte, wenn es um Yoga ging. Dies ist in Episode 9 von Buch 3 zu sehen, wo sie Yoga ausprobiert. Meister Paku ist vielleicht einer der begabtesten und talentiertesten Wasserbändiger seiner Zeit, aber er ist auch ein Mann mit der stummen Mentalität, dass nur Männer die Kampfanwendung des Wasserbändigens erlernen dürfen. Katara ist das einzige Mädchen bis heute, was unter Meister Paku Wasserbändigen im erweiterten Modus lernen durfte. Katara hat inzwischen viele Auszeichnungen erlangt, jedoch hat sie als einzige nie Feuerlord Ozai getroffen von Team Avatar. Das finde ich persönlich ziemlich schade, da Katara eigentlich so einen rücksichtslosen Diktator treffen müsste. Ich wäre jedenfalls sehr gespannt auf ihre Reaktion. Die zweite Episode von Avatar, der Herr der Elemente, zeigt eine abschreckende Szene, in der Aang schließlich die direkte Zerstörung der Feuernation in seinem geliebten Lufttempel miterlebt. Er konnte sich nicht damit abfinden, dass seine Mentoren, einschließlich Mönch Gyatso, verstorben waren. Er erlag seiner Wut und ging in den Avatar-Zustand über. Zum Glück war Katara da und hatte ihn so lange umarmt, bis Aang seine Wut milderte und aus dem Avatar-Zustand ging. Somit ist Katara der einzige Charakter, der in der Serie gezeigt wurde, welcher es schaffte, einen Avatar aus dem Avatar-Zustand zu bringen. Short Fact: Katara ist die einzige Person, die während des 100-jährigen Kriegs an allen Wasserduellen oder Wasserbändigungsduellen teilgenommen hat. Katara ist der einzige Charakter, der sowohl in der ersten als auch in der letzten Szene der Serie erscheint. Dies zeigt erneut, was Katara überhaupt bedeutet für die Serie. Die Legende von Korra war ein dringend benötigter Nachfolger, der die Wünsche vieler Avatar-Fans befriedigte, die sich nach mehr Material im Avatar-Universum sehnten. Die Show konzentrierte sich auf eine Reihe neuer Charaktere mit dem Aufkommen eines neuen, modernen Avatars. In die Legende von Korra erleben wir auch eine Entwicklung, an die man nie hätte denken können. Katara, eine Wasserbändigerin, gebar Tenzin, ein Luftbändiger. Es ist das erste bekannte Vorkommen von so etwas im Avatar-Universum, dass eine Wasserbändigerin einen Luftbändiger zur Welt brachte. Dieser Fakt ist vielleicht ein bisschen dämlich für alle, aber Katara war die einzige, die auf die Idee kam, Schweiß, also auch Wasser, zu bändigen. Wenn man jetzt sagen würde, im Avatar-Universum zählt Schweiß als eine andere Bändigungsart, ist sie die einzige Charakterin, die drei, ich sag mal in Anführungszeichen, Elemente bändigen kann. Blut,
Wasser und Schweiß. In Episode 8 des dritten Buches gelang es Katara, sich aus den Blutbändigungen zu befreien, als Hama versucht hatte, ihr Blut zu bändigen. Ursprünglich war geplant, dass die gesamte Besetzung von Avatar viel jünger sein sollte als das, was kam. Sokka, Aang und Katara waren angeblich nur Kinder. Genauer gesagt waren sie gerade erst 12. Stellt euch mal vor, Leute, einen 12-Jährigen die Verantwortung zu geben, die Welt zu retten. Ist es nicht eigentlich ziemlich erschütternd? Es stellte sich heraus, dass einer der Schöpfer von Avatar genau dasselbe dachte und vorschlug, dass die Darsteller älter werden sollten. Fun Fact: In einigen Comics wird Katara als Takara falsch geschrieben, was auf Japanisch Schatz bedeutet. Vielleicht wissen dies viele nicht, aber Katara sollte nicht Katara heißen, sondern Kia. Aber es kam zu dieser Zeit ein PlayStation 2 Spiel heraus mit dem Namen Kia und die Schöpfer von Avatar wollten keinen Streit, weswegen sie Kia zu Katara umbenannten. Aber jetzt heißt die Tochter von Katara Kia und auch Kataras Mutter heißt Kia. Es würde mich mega freuen, wenn ihr ein Abo dalassen könntet. Das Video nahm viel Arbeit in Anspruch. Ich musste tagelang die Informationen raussuchen. Alles in ein Skript kurz fassen und mehr. Ich bin auch ziemlich nervös, weil das ist so das allererste Mal, dass ich ein Top 20 Video mache. Deswegen würde ich mich echt mal freuen auf die Resonanz in den Kommentaren. Ich würde mich echt freuen, wenn wir mit diesem Video 100 Abonnenten knacken könnten. Und bitte aktiviert die Glocke. Und wenn euch das Video gefallen hat, liked doch einfach mal bitte. Und das Video teilen dürft ihr auch gerne. Und ich sag dann mal ciao.